Wir bringen alte Foodtrends zurück und ihr wollt... Vergessene Foodtrends Part 4. Ihr wolltet Oreo-Sushi und so werden sie gemacht. Als erstes müsst ihr das Schwarze und das Weiße trennen. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr zu der weißen Füllung Kondensmilch dazugeben. Und die so lange rühren, bis ihr so eine Masse habt. Jetzt müsst ihr die Kekse ganz fein mahlen, ich habe dazu einen Mörser genommen. Damit ihr daraus einen Teig machen könnt, müsst ihr noch ein bisschen Milch dazugeben. Den Teig könnt ihr jetzt in eine Tüte packen und flach drücken. Ganz am Schluss könnt ihr die Masse wieder auf dem Teig verteilen, zusammenrollen und kühl stellen. Daraus könnt ihr jetzt ganz viele einzelne Sushis schneiden, in Schokoladensauce tunken und genießen.